berühren. Die Kugel der Verwirrung aus SpongeBob. Unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands. Ich habe gerade Menschen gehört. Pieces of a most peculiar relic. Oh, wer spielt da so schön Klavier? Ich wünschte, ich könnte schon Klavier spielen. Och Mann. Ja, hier ist wahrscheinlich genauso langweiliger Quatsch hier drin. Oh, da ist schon wieder Öl drin. Ja, ich... Also... Das war jetzt auch mal ganz kurz ein bisschen... Ein bisschen peinlich. Das war mal ganz kurz ein bisschen sehr peinlich. Ach, hier ist zugefallen. Jetzt konnten wir die andere Richtung von diesem großen Saal gar nicht erkunden und können auch nicht mehr zurück. Aber das ärgert mich jetzt mega, weil jetzt können wir das, jetzt werden wir das niemals herausfinden. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Also, ich hab's trotzdem mit der Hand hinbekommen, hä? Oh, oh. Das ist für mich immer wahnsinnig hell. When you activate the first one, you hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Okay. Cool. Hey, was soll ich jetzt machen? Was erwarten die von mir auf einmal? Ich muss mal Öl wieder auffüllen gleich. Zack, zack. So, das Ding ist jetzt richtig schön voll. Das reicht jetzt erstmal. Was muss ich jetzt machen? Was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt irgendwas suchen? Muss ich jetzt irgendwie an einem Buch ziehen oder sowas? Oh! Das war ja schon mal das Richtige. Aber wofür? Ach, da ist was hinten dran. Da ist ein Durchgang hinten dran. Aber, hä, was soll ich denn machen? Wenn ich an dem Buch ziehe, passiert ja hier nichts. Was ist hier vorne? Ich muss es kaputt machen, glaube ich. Ich nehme mal ganz kurz so eine Kiste hier. Die sollte eigentlich ausreichen. Dachte ich doch schon. Ja. Also, ich ziehe diesem einen mysteriös hellen Buch. Und was bewegt sich? Hier ja nichts. Es muss ja schon noch in einem Raum da sein, denke ich. Aber was ist es denn? Ich mache mal jetzt einfach mal hier an, das ist mir egal. Mal hier an, nochmal hier an. Mal hier an. It won't open, it's locked. Okay, das verstehe ich ja. Aber wenn ich an diesem blöden Buch ziehe, höre ich so komische Zahnräder und das war's. Das bringt mir ja genauso wenig. Muss ich die Bücher raustun vielleicht? Nö. Kann ich auch nicht öffnen. Wenn ich mich schnell bewege, ist irgendwie so eine komische Sicht. Backt meine Sicht so ein bisschen rum, wie bei so einem alten Fernsehprogramm.
Was muss ich tun? Was ändert sich, was ich nicht sehe? Gibt es noch ein Buch? Das fällt auf jeden Fall farblich sehr stark auf. Oh, ich dachte gerade ganz kurz. Hier fällt farblich keins auf. Alles ganz normal. Und hier... Oh! Es sind nochmal drei. Jetzt check ich's. Ahaha! Bin ich klug, verdammt nochmal. Ein Schlüssel für die Tür. Ja, sehr schön. Oh, noch eine Seite. Hier ist nichts. Mein Rücken ist gerade ganz kurz ganz schwitzig und kalt geworden wegen den Geräuschen. Jesus fucking Christ. Hab ich mich gerade erschrocken. So würde es vielleicht der gediegene Amerikaner sagen mit dem lieben Jesus Christ. Aber ehrlich gesagt habe ich mir das nur von dem Film Zurück in die Zukunft abgeguckt. Deshalb sage ich das gerne. Jesus Christ. Okay, was haben wir hier drin? Komm, vielleicht so eine Tinderbox nochmal. Ich habe jetzt richtig Bock auf Online-Dating bekommen durch dieses Spiel. Nö, dieses Spiel fördert auf jeden Fall Online-Dating unter Kindern. It von Budge, keine Ahnung, was das heißen soll. Hier ist... Moment mal. Oh! Oh, wir kommen von da! Wir sind von hierher gekommen. Ach so, verdammt. Das heißt, wir können echt wieder zurück. Warte, was? Komm, zeig dich. Trau dich. Komm zu mir. Wo bist du? Ich bin so bereit, um dir aufs Maul zu geben. Das geht nicht. Einfach so unschuldige Leute erschrecken, das geht einfach nicht. Ich will auch Klavier spielen können, hallo. Ha, ich bin geflohen. The desert dunes were like waves in a sluggish sea, while the caravan moved to land appeared motionless, but in camp the hills moved. Okay. Oh, 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 hä? Oh Gott, was passiert? Oh mein Gott, was ist geschehen? Das bewegt sich ja. Jetzt gehen wir. Ja, jetzt gehen wir in die andere Richtung, wo wir ursprünglich mal hin wollten. Ich hatte schon Angst gehabt, dass wir das niemals machen können, aber wir können es jetzt doch machen, Gott sei Dank. Wir gehen einmal hier runter und dann gehen wir links oder rechts. Gut, da ist ja nur diese Tür. Das ist ein neues Level. Wir gehen einmal hier runter erst. Das ist auch eins. Okay, das ist ein Weinkeller. Der ist aber leider zugeschlossen. Schade, weil ich habe eh schon so ein leichtes Alkoholproblem. The statues were praying, gazing into the dark dome ceilings. Oh ja. Das sieht ja so nach einem Stall aus irgendwie. Hier könnte ich mir gut das eine oder andere Pferdchen vorstellen. Ja, das Spiel wollte gerade wieder meine Maus bewegen, obwohl ich das jetzt nicht wollte. Ich finde das jetzt nicht so cool. Oh mein Gott. Und auf einmal ist alles rot. Sehr schön, ist hier jetzt so ein bisschen Pufflicht. Sehr schön. Pufflicht macht immer Spaß. Sieht ja fast aus wie bei mir zu Hause, nur dass es hier vielleicht ein bisschen sauberer ist und wahrscheinlich auch weniger müffelt. Wir gehen da mal hier runter. Wir gehen mal da runter. Wir gucken mal, was uns hier unten erwartet. Wie krass wir jetzt gleich hier zerbombt werden wie heißt das Wort? Mit Überstürzen. Oh, unser Öl ist leer. Sehr schön, jetzt sehen wir überhaupt nichts mehr. Oh.
should be more Kubrat. Ich bin doch bei Licht. Hallo. And one part aqua force. Ich würde gern Licht machen, aber. Ach, das ist der Key für. Der Schlüssel für den Weinkeller gewesen. Ich verstehe. So, zack, Licht. Nö. Und Licht. Machen wir hier noch ein bisschen Feuer. Ah ne, da ist ja. Da ist so eine Tinderbox drin fürs Online-Dating. Sehr schön. Ah, okay. Ich dachte irgendwie, der Raum wäre größer und gruseliger, aber ist er eigentlich nicht. Ist ja doch eigentlich recht entspannt hier. Hier ist vielleicht ein bisschen tiefer, aber hier gehen wir ja eh nicht rein. Also wir können auch gar nicht da unten rein. Ist vielleicht auch besser so für uns. So. Wir gehen. Irgendwas passiert. Einfach mal zurück nach oben. Zurück hier in den Raum, damit wir wieder schön mit dem Schlüssel schön den Weinkeller öffnen können. A handful of sand trickled from the crumbling stone ceiling and pushed down on the brim of his hat. He braced himself as the cavern suddenly shifted and settled. Okay. Dann gehe ich mal kurz in unser Inventar. Wo soll ich denn hin tun? Ja, wie kann ich den denn. Wie kann ich den. Hallo? Ah, okay, mit Rechtsklick, verstehe. The stone slab looked like a safety measure. It wasn't meant to be moved ever again. Das sieht ja genauso aus wie der andere Raum, nur parallel. Nur spiegelverkehrt. Falls manchmal die Qualität im Video schlechter wird, liegt es übrigens nicht am Video, es liegt nicht an mir. Das liegt am Spiel, das spontan meint, jo, mein Charakter ist einfach jetzt besoffen. Anscheinend waren die Menschen hier früher sehr glücklich. Okay, es stört mich, dass die jetzt nicht kaputt gegangen ist. Geht die jetzt auf oder nicht? Weil da wird doch normalerweise stehen, dass sie nicht aufgeht. Normalerweise. Wieso bekomme ich denn so einen Tipp? Wieso gibt mir das Spiel so einen Tipp auf einmal? Ist hier irgendwas, von dem ich wissen sollte? Zum Beispiel das. Bin ich endlich tot? Nö, ich lebe noch. Es wird Zeit für Licht. Direkt besser. Es ist direkt besser. Eine Tinderbox. Oh, das sieht ja so ein bisschen nach Polterwerkzeug aus. Sehr schön. Sehr gut. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Oh, noch eine Tinderbox. Irgendwo müssen wir da hoch irgendwie. Da ist eine Kette. Soll ich mit irgendwas danach werfen vielleicht? Ich glaube irgendwie nicht. Aber schön, dass sie sich so bewegen lässt. Wie soll ich denn? Was ist das denn? Oh, meine Laterne geht wieder, sehr schön. Aber was soll ich denn jetzt machen?
Ich muss ja jetzt irgendwo hingehen.